So, herzlich willkommen jetzt wieder zum nächsten Player Review und heute gibt es Alexandro Maxim in Format 71er Overrating, dabei 79 Tempo, 83 Dribbling, 74 Schuss, 82 Passen und 54 Physics. Hoch mit Arbeitsraten, Rechtsfuß, Force Weak Foot 5, das Skills hat 15k gekostet, hat dafür in 4 Spielen 4 Tore erzielt und 2 Torvorlagen. Gehen das schon mal ganz okay Statistiken, sage ich mal. Seine Ingame-Stats sind auch wirklich okay. Fähigkeitsattribute, was das Dribbling und Passen angeht, ist bei ihm wirklich sehr, sehr gut sogar. Und ja, man muss sagen, was bringt denn Maxim wirklich so auf dem Platz? Ich meine, er kostet ja nur 15k ZOM in der Bundesliga. Weiß ich gar nicht, gibt es da viele oder nicht? Können wir auch in die Kommentare schreiben. Wir fangen bei seinem stärksten Punkt an und das war schon wie beim letzten Player-Review bei Raphael, einfach sein Dribbling. Hat zwar in Anführungsstrichen nur 83 und 5-Star-Skills, aber diese Kombination ist einfach mega gut. Man muss sagen, das Dribbling und die Ballkontrolle sind nicht ganz so geil wie bei Raphael, aber dazu einfach, also weil er einfach 5-Star-Skills hat, macht das einfach Welt und man kann die wirklich gut einsetzen und die meisten Skills führt er auch ohne Probleme aus. Die hat er hin und wieder, also das Öftere, also öfters als bei anderen 5-Star-Skills. Das Problem, dass er die Tricks nicht so, die ich ausführen wollte, ausgeführt hat, das lag wahrscheinlich an mir, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr, falls ihr Maxim auch gespielt habt, ähnliche Probleme hattet, aber sonst im Allgemeinen ist das Problem wirklich gut und die 5-Star-Skills machen dann auch schon wirklich Spaß. Nächster bester Punkt ist sein Passspiel. Er hat zwar in Anführungsstrichen auch nur 2 Torvorlagen gegeben, es wären aber deutlich mehr gewesen, wenn Aubameyang und Schürrle vor allem da ein bisschen besser reingehauen hätten, sage ich mal. Also die haben schon wirklich 2, 3 richtig gute Gelegenheiten vergeben und wären es auch natürlich 2, 3 Torvorlagen mehr gewesen. Also passen kann er wirklich gut, vor allem nicht nur diese Lobpässe, sondern einfach ganz normale Stellpässe. Man kann nämlich mit den Faster Skills wirklich ganz viele Spiele auf sich ziehen und dann bilden sich Lücken und dann kann er wirklich die auch gut durchspielen mit dem Ball. Und das ist schon wirklich ganz gut. Dazu der VR, der Forster, wie konnte ich? Der falsche Weakfoot. Also auch mit links kann er ganz gut passen und mit rechts sowieso. Abschluss ist solide, sage ich mal, ist für einen ZOM definitiv annehmbar. Ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber im Allgemeinen war ich dann doch recht zufrieden. Er macht definitiv nicht alle Bälle im 16er rein, aber wirklich schon, dass man nicht deswegen ausrasten müsste. Und das Tempo ist natürlich auch auf jeden Fall spielbar für einen ZOM. Mit 79 hat man da keine Probleme in der Zentrale, da auch viele Laufduelle zu gewinnen. Kommen wir zu den negativen Punkten. Das ist einerseits trotz der guten Workrates sein Positionsspiel. Ich meine, er hat High-Medium-Arbeitsraten, aber man merkt, dass er nur 74 Stellungsspiele in den In-Game-Sets hat und das fuckt ziemlich ab. Also selbst in Szene setzen ist bei ihm nicht. Er ist sowieso eher der andere Spieler in Szene setzen soll, aber ihn in gefährliche Situationen bringen, ist definitiv schon etwas schwerer. Und der größte negative Punkt, der bei mir eben aufgefallen ist, ist seine Körperstärke. Der war so schwach! Der hat zwar die 5-Star-Skills und kann sich somit in den einen oder anderen Zweikampf ein bisschen rausziehen, aber sonst bei jedem Körperkontakt ist der Ball wirklich einer der schlechtesten Zweikampfspieler, die ich jemals gespielt habe. Und da habe ich noch so einen komischen Punkt, und zwar seine Longshots. Ich habe gerade ein Longshot-Tor gesehen von ihm. Eigentlich hat er ziemlich Scheißwerte für einen Longshot, weil er hat nur 74 Schusskraft und ich glaube nur 69 Distanzschüsse. Und ja, das hat sich auch die ersten 3 Spiele so angefühlt, aber im letzten Spiel hat er dann einfach nochmal einen richtig geilen an die Latte gehauen und jetzt gerade den ihr seht, nochmal ins Tor gesetzt. Da war ich ein bisschen perplex, ich habe gedacht, ja, das war bis jetzt scheiße, aber die waren jetzt wirklich gute Schüsse. Könnt ihr mir auch, wie ich jetzt schon dreimal in dem Video gesagt habe, in die Kommentare, wie ihr Alexandro Maxim in Form fandet, ob ihr ihn bombastisch fandet im Gegensatz zu mir oder auch eher so meint, der ist dann doch eher was für Leute, die richtig skillen können und ein bisschen Spaß haben wollen und eher doch nichts für die Liga. Egal, das war's von dem Player Review, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich vorübergehend, zumindest noch nicht ciao, denn ja, ich weiß, gestern kam schon wieder kein Video von mir. Ich versuche es wirklich jetzt ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber ich weiß nicht, woran es liegt gerade. Aber wirklich, die Tage wird es dann regelmäßiger kommen, hoffentlich. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich gar nicht mal so viel. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Morgen kommt nochmal Harry Kane. Ich versuche morgen 2 Videos rauszuholen. Ich kann es auch nicht versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dann könnt ihr mir jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wen ihr aus dem aktuellen Team of the Week haben wollt. Also wahrscheinlich wird da sowas kommen wie Olic und Bale und Shaqiri. Wenn schwierig, Shaqiri werde ich versuchen, aber das mit der Mitte ist auch ein bisschen schwierig bei mir. Aber Bale ist definitiv unmöglich. Aber sonst alle Spieler im Bereich des Machbaren. Egal, das war es jetzt wirklich von diesem Player Review. Ich hoffe, wie schon gesagt, dass es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich dir noch einen restschönen Tag und sage vorübergehend zumindest ciao.